Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei diesem Antrag gehen die Wogen hoch und runter. Das haben wir gerade eben auch gemerkt. Einige meinen, es ist völliger Quatsch, bis zu denjenigen, die eben sagen, es ist lange schon notwendig, auch in dieser Stadt. Verwunderlich ist diese Meinungsvielfalt dazu nicht. Hinterfragen wir die Ursachen und schauen in unsere Stadt, dann finden wir auch hier die letzte Erhebung des Abstandes zwischen Arm und Reich seit Mitte der 80er Jahre bis jetzt bestätigt. Nach OECD-Angaben sieht es in der BRD so aus: Die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen inzwischen 7-mal so viel wie die ärmsten 10%. Diese sozialen Unterschiede werden in der Stadt immer sichtbarer. Die Armut nimmt zu. Unbestritten. Hilfemaßnahmen für Obdachlose, Zeitungsverkäufer verschiedener Projekte, Straßenmusikanten und für andere finanziell Benachteiligte aller Altersgruppen werden immer notwendiger. Während die Linksfraktion sich zum Beispiel für öffentliche Beschäftigung einsetzt und mehrere Vorschläge hier schon eingebracht hat, setzt die Piratenpartei heute auf die Einrichtung von Pfandringen, denn Pfandbüchsen und Pfandflaschensammler als Dienstleister der Wegwerfgesellschaft sind nicht nur in der Berliner Innenstadt unterwegs. Meine Damen und Herren, im März 2012 gab es für den Studenten Paul Ketz in Köln den Innovationspreis für Nachhaltigkeit mit dem schönen Namen Froschkönig. Der Kölner Abfall- und Wirtschaftsbetrieb hatte seine Idee für preiswürdig erachtet und selbst der Bundesnachwuchspreis Ecodesign wurde 2012 für den Pfandring vergeben. Der Pfandring soll Ordnung schaffen und gleichzeitig bedürftigen Flaschensammlern den Weg zum begehrten Pfand für ein menschenwürdigeres Leben erleichtern. So stand zumindest damals schon drin. Seit dieser Zeit wird vielerorts darum gestritten, ob der Pfandring neben anderen Initiativen wie Pfandkisten und Pfand gehört daneben eine gute Lösung darstellt, gerne auch gemessen an den Nachhaltigkeitskriterien ökologisch, sozial und wirtschaftlich. Dass es ökologisch sein kann, wird am ehesten bejaht, da Wertstoffe wie Glas, Kunststoffe und Leichtmetalle in einer stofflichen Verwertungskette gehalten werden. Etwas, was bei Mehrwegflaschen, dem sogenannten Wegbier, als besonders ökologisch auch angesehen wird. Bei der Betrachtung der sozialen Aspekte scheiden sich schon die Geister. Kann es sozial sein, dass es Menschen gibt, denen der Pfand ihres Einkaufsgutes so egal ist, dass sie sich davon wie aus Bequemlichkeit, wie von einem Apfelgrieb schnell entledigen und gleichzeitig Menschen unterwegs sind, um aus Abfallbehältern, eben auch aus Grünanlagen, von Haltestellen, von Bahnsteigen, aus Abteilen der S- und U-Bahn, der Straßenbahn natürlich auch und bei Großveranstaltungen, da lohnt es sich besonders, Getränkedosen und Flaschen sammeln, für eine kleine Aufbesserung ihres Lebensunterhaltes? Ich denke nicht. Meine Damen und Herren, Pfandringe lösen die sozialen Verwerfungen dieser Gesellschaft nicht. Und auch als Maßnahme für den Ressourcenschutz ist der Pfandring nur ein winziges Mosaiksteinchen. Die Diskussion zur Umweltschädlichkeit von Einweggetränkeverpackungen will ich aus Zeitgründen hier gar nicht erst anschneiden. Aber auch für Einweg gab es einen Ehrenpreis, den Dinosaurier des Jahres 2013 vom Naturschutzbund Deutschland an die Lobbyisten der Einwegplastik und Dosen, die sinnigerweise sich auch als Bund der Getränkeverpackung der Zukunft bezeichnen. Gehen wir auch noch auf die Wirtschaftsaspekte der Pfandringe ein, wird deutlich, warum auch die Linksfraktion in Lichtenberg im August mit dem Antrag mehr Würde durch Pfandringe die dortige BVV überzeugen konnte. Jede bezahlte Einwegpfandflasche oder Dose, deren Pfand nicht eingelöst wird, verbleibt dem am Pfandsystem teilnehmenden Hersteller als Reingewinn. Dieser Anteil liegt nach Angaben des Naturschutzbundes bei 2 bis 5% aller Einweggetränkegefäße jährlich. Die Piraten sagen, der Anteil ist sogar noch viel höher, bis 20%. Aber auch die zurückgebrachten und gepressten Einwegpfandflaschen bringen den Einzelhandelsunternehmen pro Tonne 250 bis 400 Euro, wenn sie dem Recycling zugeführt werden. Das ist allein schon 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr.
Eine Summe, die natürlich auch den Ärmeren zustehen würde. Dass die BSR mit den weggeworfenen Plastikpfandflaschen mit oder ohne Pfand den Brennwert aus dem Müll gepresster Pellets erhöht, ist nur ein weiterer Punkt des Interessenkonfliktes bei der Einführung von Pfandringen. In dieser Hinsicht wird die schon angekündigte Auswertung der ersten Pfandringprojekte in Berlin durch die BSR im ersten Quartal nächsten Jahres besonders interessant. Wir als Linke stellen bei Betrachtung aller Kriterien die Würde der Pfandsammlerinnen und Pfandsammler in den Vordergrund und wissen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie die Piraten schon angeschnitten, angemessenen Renten und Mindestlöhnen über 8,50 Euro, würdebewahrenden Gesetzgebung statt Hartz IV wird diesen einkommensschwachen Menschen wirklich geholfen. Meine Damen und Herren, unsere Fraktion unterstützt die Überweisung des Antrags in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und natürlich in den Hauptausschuss. Aber es soll am Ende trotzdem nicht bloß ein Konzept aus Abfallgesichtspunkten werden, denn das reicht nicht. Vielen Dank.